also die je nach Größenordnung und Mitarbeiterzahl gestaffelten Soforthilfen, also die nicht rückzahlbaren Zuschüsse, die beantragt worden sind. Da ist eine ganze Menge passiert, auch vieles schiefgelaufen, die natürlich aus der Überforderung heraus einfach von dem einen oder anderen beantragt worden sind, obwohl vielleicht gar nicht klar war, ob man wirklich diese Einbußen bezogen jetzt auf den Vergleichsmonat oder auf das letzte Quartal als Arzt überhaupt eingetreten sind. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Gerade Mediziner und Ärzte haben uns schon sehr häufig angerufen, gefragt oder auch per E-Mail geschrieben, wie kannst du berichten aus den Praxen, wie geht es anderen Kollegen, was ist tatsächlich passiert mit den ganzen wirtschaftlichen Hilfen für Mediziner. Und deshalb haben wir uns entschieden, dieses Thema mal aufzugreifen, heute in einer kurzen Solo-Folge. Einmal werde ich euch ein kurzes Update geben, also man könnte fast sagen ein Corona-Update geben, um mal zu beschreiben, was ist tatsächlich aus unserer Sicht oder auch aus Sicht von Beraterkollegen oder auch im Bereich von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Banken passiert in dieser Zeit, mit vielen gesprochen habe und wir da alle unterschiedliche Eindrücke haben, aber trotzdem auch wieder ganz ähnliche Eindrücke haben. Und in der kommenden Folge, also entweder schon am nächsten Mittwoch oder Mittwoch darauf, wir dann einige Mediziner im Boot haben, die tatsächlich mal aus der Praxis berichten, in einem Kurzinterview 3-4 Mediziner, Medizinerinnen, die mal berichten, wie es in der Praxis tatsächlich ergangen ist, also in der Arztpraxis ergangen ist, was sie persönlich erlebt haben und da ihre Eindrücke aus dieser Zeit wirklich schildern wollen. Also was ist tatsächlich passiert und was ist, wenn ich jetzt mal gucke, und wir sind Mitte, Ende Mai jetzt mit diesem Podcast dabei und was uns eigentlich Anfang März, Mitte März passiert ist und was dann in diesen drei Wochen folgte, was dann bezogen jetzt auf den Lockdown und auch auf die Ausgangssperre und bezogen auf die einzelnen Praxen tatsächlich passiert ist. Und da ist die erste Aussage, dass es da tatsächlich natürlich einmal von Berufsgruppe zu Berufsgruppe unterschiedlich war, dass es natürlich auch Zahnärzte ganz anders betroffen hat als die Humanmediziner. Und dass wir aber auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich damit umgehen mussten und da wieder die Frage im Raum steht, hat es Sinn gemacht, ob die Bundesländer selber entscheiden durften, was die Sperren angeht, weil einige Länder doch tatsächlich näher an den sogenannten Virusherden gelegen sind. Also ich zum Beispiel den süddeutschen Bereich nehme, der ja sehr eng an Österreich liegt oder unmittelbar an Österreich liegt, war dann da der Lockdown doch ein bisschen anders zu sehen oder auch die Einschränkung für die Praxen. Also sicherlich kann man sagen, dass die ersten Wochen sehr viel durch Unsicherheit geprägt worden sind. Auch hier bei uns in der Beratung haben wir sehr viele Anfragen bekommen, einfach wie können wir damit umgehen. Wir haben dann ja unmittelbar daraus hin auch drei Business Talks gemacht über die Plattform Univiva, mit der wir zusammenarbeiten und die uns diese Plattform zur Verfügung gestellt hat, damit wir euch, Ihnen, den Medizinern, den Weg in diese nächste Zukunft so ein bisschen beschreiben konnten, mit sehr viel Zuspruch, glaube ich 180, 150 Mediziner jeweils pro Talk dabei gehabt, also wo wir ja mit dem Christoph Gasten, Steuerberater in der Praxis Laufenberg Michels und Partner in Köln und mit Björn Papendorf, der hier schon ein paar Mal im Interview gewesen ist, der Rechtsanwalt von der Kanzlei KWM in Münster ist, mit dem wir eben beschrieben haben, welche Möglichkeiten, welche Soforthilfemaßnahmen und so weiter sind beschrieben worden. Und da kann man auch tatsächlich sagen, dass insbesondere hier sehr viel passiert ist. Also gerade das Thema Kurzarbeit, Beantragung von Kurzarbeitergeld, die Rückfragen, was jetzt all diese Thematiken angeht, da ist wirklich sehr viel, sind wirklich viele Fragestellungen gekommen. Und da war es auch insbesondere in den ersten Wochen, also
in den letzten Märzwochen und den ersten beiden Aprilwochen sicherlich sehr, sehr beratungsbedürftig und beratungsintensiv, weil da eben sehr spezielle Fragen aufgekommen sind. Also wir alle haben sehr wenig in der Situation bisher Kurzarbeitergeld beantragt. Die Soforthilfemaßnahmen der Bundesregierung, also die je nach Größenordnung und Mitarbeiterzahl gestaffelten Soforthilfen, also die nicht rückzahlbaren Zuschüsse, die beantragt worden sind, da ist eine ganze Menge passiert, auch vieles schiefgelaufen, die natürlich aus der Überforderung heraus einfach von dem einen oder anderen beantragt worden sind, obwohl vielleicht gar nicht klar war, ob man wirklich diese Einbußen bezogen jetzt auf den Vergleichsmonat oder auf den auf das letzte Quartal im als Arzt überhaupt eingetreten sind. Und da konnten wir Gott sei Dank sehr viel Unterstützung liefern. Man hat aber dann auch tatsächlich gemerkt, dass Mitte April, jetzt bis Anfang Mai, die Maßnahmen sehr stark abgenommen haben und viele dann auch diese Maßnahmen nicht mehr eingefordert haben. Das gilt insbesondere jetzt hier mal für den mitteldeutschen Bereich. Im süddeutschen Bereich komme ich gleich nochmal drauf, haben wir teilweise ganz andere Erfahrungen gemacht. Und dann sind eben einige Dinge auch passiert, die innerhalb dieses Wirrwarrs natürlich passieren mussten. Die Bundesregierung hat aufgrund der Soforthilfemaßnahmen auf der einen Seite, aufgrund der Unterstützungsmaßnahmen über KfW-Kredite, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat ja sehr zinsbegünstigte Darlehen nochmal zur Verfügung gestellt, die übrigens, wenn man mit Banken heute spricht, insbesondere mit der Standesbank oder mit Banken, die sehr viel mit Medizinern und Ärzten zu tun haben, sehr wenige Mediziner in Anspruch genommen haben. Auch da war die Rückfrage Mitte Anfang März, Anfang April viel, viel höher als später, wo dann klar wurde, wir brauchen vielleicht doch keine Liquiditätsmittel oder kein Geld. Das hat also in dieser Zeit wirklich abgenommen, sodass Banken, wenn ich heute mit Bankern spreche und die frage, wie viel Kredit habt ihr denn Corona-bezogen vergeben, es gar nicht so viele gewesen sind. Heute Morgen noch mit jemandem gesprochen, der sagt mir, ich habe nicht einen KfW-Kredit über Corona vergeben. Banken haben natürlich auch versucht, dann ihre eigenen Kreditmittel zur Verfügung zu stellen, weil sie vielleicht variabler gewesen sind. Summa summarum kann man aber sagen, letztendlich hat es die Medizinerschaft, gerade im ambulanten Bereich, nicht in dem Maße bis jetzt, was man jetzt sagen kann, wie gesagt, Ende Mai, getroffen, wie man es ursprünglich befürchtet hat. Viele Patienten sind natürlich zu Hause geblieben, weil Patienten befürchtet haben, dass in der Praxis ein Ansteckungsherd vorliegt und man natürlich Dinge nach hinten verschoben hat und auch Arztbesuche einfach gar nicht richtig durchgeführt hat. Das ist vielleicht mal so ein Eindruck, also wenn ich es nochmal zusammenfassen kann, die erste Panik, verständlicherweise, die ersten Sorgen, die sich viele Mediziner gemacht haben, waren die eine Seite, dann der Schutzschirm der Bundesregierung, gerade in Bezug jetzt auf die Humanmediziner, wo dann gesagt wurde, ja, bezogen auf die KV-Leistungen, also im letzten Jahr ist ja schon die mobilitätsbedingte Gesamtvergütung festgelegt worden, die schütten wir jetzt erstmal aus. Wir bleiben im zweiten und auch im dritten Quartal erstmal dabei, damit Ruhe einkehrt. Wir zahlen also die bisherigen Leistungen auch weiter aus. Das hat also dazu geführt, dass viele Mediziner einfach beruhigt gewesen sind, die Ausfälle im Bereich der Privatpatienten. Die konnten natürlich nicht unbedingt kompensiert werden. Da kommen wir dann auch schon zu einem Problem, was aufgetreten ist. Da war jetzt die Frage des Kurzarbeitergeldes. Habe ich überhaupt Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn ich im Grunde ja gar keine Unternehmensverluste habe? Da hat dann die Bundesagentur für Arbeit Ende April noch beschlossen, dass der Anspruch auf Kurzarbeitergeld nicht besteht, weil eben dieser Schutzschirm der Bundesregierung ja, da war und letztendlich keine Umsatzeinbußen da waren und letztendlich deshalb eben auch die Mitarbeiter nicht bedroht waren und auch die Praxis eben nicht vor Schließung bedroht gewesen ist. Dann hat man aber festgestellt, dass ja doch viel Geld auch aus dem Bereich der Privatpatienten kommt, hat das dann Anfang Mai wieder gekippt und dann war klar, dass Vertragsärzte und auch psychotherapeutische Praxen grundsätzlich Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Da müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Und das ist dann aber auch weiter entschärft worden. Und so sieht man immer wieder, dass uns die Ereignisse eingeholt haben und anfangs einfach Dinge gemacht worden sind, um schnell zu helfen. Aber man kann das, glaube ich, keinem vorwerfen. Und ich glaube, mit diesen Maßnahmen und Handlungen ist auch immer wieder den Ansprüchen der Einzelnen Genüge getan worden. Und wir sind
also wir alle, die am System beteiligt sind, dem gerecht geworden. Besondere Maßnahmen, besondere Umstände. Und deshalb nochmal ein Danke auch von meiner Seite an alle, die an diesem System beteiligt sind. Ich kann da wirklich nur sagen, das geht teilweise wirklich vorbildlich. Jetzt gibt es ja noch ein paar andere Themen, nämlich die Themen, die uns so ein bisschen aufgezeigt haben, dass es sinnvoll sein kann, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Ihr wisst, das war in der letzten Zeit hier im Business Talk Podcast sehr häufig Thema. Das wird auch in Zukunft häufig Thema bleiben, weil natürlich das Thema Digitalisierung für die einzelnen Praxen jetzt gerade eine große Rolle spielt. Es gibt jetzt die ersten Meinungen dazu, die sagen, dieser Hype, den wir jetzt gerade hatten oder haben, Telemedizin, Videosprechstunde, der wird gar nicht anhalten, weil jetzt der Patient doch lieber wieder in die Praxis geht. Es sind viele Mediziner mittlerweile für die Videosprechstunde eingeschrieben, haben sich zertifizierten Anbietern angeschlossen, meist den großen, was sicherlich nicht verkehrt ist, um einfach mal den Eindruck zu bekommen. Die Frage ist, wie viele bleiben dabei und wie viele halten es tatsächlich für notwendig? Und die nächste Frage, wie viele von euch, von Ihnen oder von Praxen, die sich mit dem Thema beschäftigen, bleiben jetzt eigentlich dabei und sehen das Thema Videosprechstunde als positives Merkmal? Wie gesagt, darüber habe ich und werde ich auch noch mit einigen Medizinern sprechen und das im nächsten Podcast dann nochmal mit euch gemeinsam hinterfragen beziehungsweise euch diese Fragen zur Verfügung stellen. Dieses Thema Videosprechstunde und das Thema Telemedizin ist sicherlich was sich hier im Business Talk Podcast deutlich in den nächsten Jahren wiederfindet, auch in den nächsten Wochen wiederfindet, auch weil es natürlich irgendwann dazugehören wird, auch im Rahmen der Niederlassungsplanung tatsächlich einen Slot aufzumachen für diesen Bereich, dass ich sage, ich muss in meiner oder ich sollte in meiner Planung mal darüber nachdenken, inwieweit ich dieses Thema nicht auch für mich tatsächlich in der Praxis umsetzen möchte. Ich habe gerade schon angesprochen, wir haben nicht nur hier den mitteldeutschen oder norddeutschen Bereich, wir haben eben auch teilweise den süddeutschen Bereich beraten und begleitet und die haben tatsächlich in vielerlei Hinsicht andere Probleme. Da erinnere ich mich an die eine oder andere Privatpraxis, die tatsächlich große Probleme hatte und die ein Öffnungsverbot ja auch teilweise hatten. Gerade wenn es nicht zu der unmittelbaren Versorgung von den betroffenen Patienten geführt hat, sodass teilweise private Facharztpraxen dann wirklich jetzt über in dieser Schließungsphase oder wo sie eben nicht öffnen durften, weil es eben keine akuten Patientenbehandlungen gegeben hat oder vielleicht nur ein paar, die dann tatsächlich jetzt auch vor der Frage stehen, ist meine Existenz weiter gesichert, die eine oder andere Praxis schon wirklich jetzt geschlossen hat. Wir aber gerade noch in der Beratung und Begleitung sind, ob wir das nicht ganz wieder ändern können, eben doch, weil denen hat diese Soforthilfemaßnahme nicht geholfen. Das war viel zu wenig natürlich, wenn Sie eine Privatpraxis haben, die vielleicht einige Mitarbeiter hat, einige Ärzte noch hat, die von der Soforthilfeunterstützung natürlich nicht betroffen ist und die dann vielleicht 15.000 oder 30.000 Euro bekommt, die uns gerade mal vielleicht ein paar Wochen mit einem hohen Kostenblock aufrechterhalten. Und da müssen wir eben jetzt schauen, wie gehen wir mit dieser Situation um? Und auch da ist es natürlich so, die wirtschaftliche Existenz ist bedroht. Auch da sind teilweise Darlehen dahinter, Kredite dahinter. Auch wenn ich eine sehr gute Planung hatte und diese Praxis sehr gut funktioniert hat, ist natürlich die Liquidität immer das größte Thema in einer Praxis. Und deshalb ist es wichtig, wie wir jetzt damit umgehen, dass wir in sehr engem Austausch mit dem Steuerberatern und schauen, dass wir diesen Praxen da jetzt auch weiterhelfen können und weiterhelfen wollen natürlich auch. Aus meiner Sicht kriegen wir das hin. Ich hoffe, dass der oder die Mediziner, die dahinter stehen, noch ein bisschen Durchhaltevermögen auch mitbringen. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Aber was ich sagen will, wir haben eben in den einzelnen Bundesländern da eben auch unterschiedliche Herangehensweisen. Okay, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich wollte nur mal ein kurzes Update dazu geben. Und wenn wir in der nächsten Woche den Podcast aufmachen für die Mediziner, die ihre Meinung hier einfach mal hier kundtun und die sagen, wie sind wir denn mit dem Thema Corona umgegangen in der Praxis, also sowohl von Patientenseite als auch wirtschaftlich, aber natürlich auch persönlich, dann könnt ihr euch auf sehr spannende Aussagen gefasst machen oder auch auf sehr spannende Aussagen freuen. Seid dabei in der nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt Business Talk Podcast live aus der Praxis und wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt unternehmerisch vor allen Dingen und gemeinsam werden wir das alles hinkriegen. Eine schöne Woche, viel Erfolg in eurer Praxis, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
Thank you.